Hallo und herzlich willkommen zur Prospekteschau. Ich habe was ganz Interessantes für die Grenzgänger unter euch. Und zwar haben wir hier ein Prospekt vom Biedronka. Das gilt ab dem 20.01., das heißt am Montag und geht so bis zum 1.02., glaube ich, habe ich hier gelesen. Genau, bis zum 1.02. Und die ganzen Sachen, die hier drin sind, gehen wir jetzt mal kurz durch. Ich habe heute erschwerte Bedingungen und zwar die Schlagsahne wird gerade oben mit dem Mixer ordentlich aufgeschlagen. Das seht ihr dann auch indirekt in einem nächsten Video über Spielplätze. Da war ich nämlich gerade unterwegs zum Einkaufen dieser Schlagsahne. Aber wie gesagt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann seht ihr auch, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Was hier jetzt auf der Vorderseite ganz gut zu erkennen ist, haben wir jetzt praktisch hier auch noch zwei Unterteilungen. Wir haben hier ab Montag, der 20.01., die Küchensachen und dann haben wir hier ab Donnerstag, der 23.01. hier wieder diese Niteo Tools vom Biedronka. Was hier ganz toll gemacht ist, und zwar bezahlt man hier nach Gewicht. Wir haben praktisch zwei Sorte 99 für 100 Gramm. Das heißt, die Töpfe werden gewogen, sozusagen bezahlt man für einen kleinen Topf weniger als für einen großen, ist eine faire Angelegenheit. Hier gibt es einen Toaster von Hoffen, das ist so diese Hausmarke von Biedronka für 34 Zloty, also noch nicht mal 10 Euro. Die hat man auf Amazon für denselben Preis und die halten eigentlich auch ewig. Dann haben wir hier diese Smoky, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Hier haben wir den Wok und hier so eine Pfanne mit Deckel für knapp 10 Euro. Hier haben wir verschiedene Pfannen, die etwas kleiner sind. Das muss ich jetzt mal gucken. Hier 26 cm, die bekommt man dann für 5 Euro. Hier die Wasserkessel, farblich hier abgestimmt. In Polen wird ja sehr viel mit Gas gemacht. Da kommt bei mir auch jetzt noch ein Video über unser Gaskochfeld. Aber da habe ich jetzt keinen mit Farbe genommen, sondern rein mit Chrom außen, was dann auch nicht so schnell hier abblättert. Hier hat man auch 20 Zloty, also 5 Euro umgerechnet. Hier geht es jetzt los und man sieht auch hier so ein bisschen die ganzen Sprachen, zum Beispiel Mixer, da ist keine große Änderung. Und Gofronica, Gofre sind ja die Waffeln, das sind belgische. Da hat man jetzt eine, wo man zwei machen kann, 1000 Watt für 70 Zloty, also knapp 20 Euro ist man hier dann bei der Sache. Hier noch ein Toaster. Also Dom ist praktisch für das Zuhause, Mieszka heißt ja Wohnung und das ist dann praktisch sozusagen die Einrichtung für das Zuhause. Hier haben wir noch so einen Sandwich Maker für hier auch Kanapek und wer das schon einmal falsch gesagt hat, wird wahrscheinlich auch schon Gelächter gehört haben, der Unterschied zwischen Kanapka und Kanapa. Ja. Dann haben wir hier die elektrische Zitronenpresse für 35 Sorte. Haben wir hier einen elektronischen Shaker, das heißt, man kann hier einfach seine Sachen reintun für seine Smoothie am Morgen oder Milchshake, packt das alles dann ein mit Kabel und drückt dann, wenn man auf der Arbeit oder unterwegs ist, ich weiß nicht, ist hier vielleicht sogar ein 12-Volt-Anschluss dabei? Nee, sieht nicht so aus. Drückt man dann einfach hier auf Mixen. Das Ding wird nicht ordentlich Power haben. Hier steht auch keine Wattanzahl, also nicht zu viel erwarten. Dann haben wir hier ein Brotkorb, so eine Abtropfschale und Einlegeböden für das Besteck in verschiedenen Farben. Und hier unten von Curver, das ist auch so eine Standardmarke hier in Polen. Die bekommt man im Tesco und im Real. Ich weiß gar nicht, schreibt mal unten in die Kommentare, weil ich gedacht habe, dass teilweise hier bei Penny in Deutschland auch so Marken wie Hoffen sind. Also irgendwo habe ich das schon mal gesehen oder gelesen. Hier haben wir jetzt nochmal die Einrichtung für die ganzen Gewürze, haben wir nochmal spezielle Abstellteile. Besonders wenn man eine kleine Küche hat, ist es interessant. Da kann man sich praktisch das noch über die Spüle stellen oder hier in die Ecke und hat dann unten drunter Platz und oben drauf. Hier tolle Holzbretter aus Bambus. Das steht hier jedenfalls für 10 Zloty das Stück. Die sind natürlich auch nicht so groß. Die sehen jetzt hier riesig aus, aber ich denke mal, dass das einfach diese kleinen Brotbretter sind. Hier nochmal alles, die ganzen Mixteile und Spachteln und sonst irgendwas hast du nicht gesehen. Diese Matten hier, diese Unterlegmatten, haben wir auch schon gekauft beim Biedronka. Allerdings gehen wir hier dann lieber zum SMIC oder, nee, SMIC nicht.
zum Pepco oder teilweise auch zum Action oder was wir hier nicht alles haben, weil die vom Biedronka für zwei Sorte das Stück 50 Cent, da geht man einmal mit dem Glitzischwamm hier drüber, ist die Farbe weg und dann haben wir jetzt auch welche gehabt, die gebrochen sind. Also von mir keine Empfehlung. Hier haben wir jetzt auch noch von Smoky die Sushi-Woche. Ist auch dann wieder schön, diese ganzen schönen Schalen in diesem 70er-Design, aber das ist ja diese japanische Art, die gibt es teilweise auch in Deutschland für teuer Geld. Hier bezahlt man jetzt für ein Stück 10 Sorte, also seine 2,50 Euro ist eigentlich ja auch angemessen. Hier nochmal eine Reibe, dann haben wir hier das Teller Prima. Und zwar muss ich jetzt mal schauen, das dürfte pro Stück sein. Also wir haben entweder ein 20 cm, 23 cm, 26. Da hat man dann praktisch für das normale Frühstück, dann fürs Mittagessen den großen und nochmal so einen tiefen für die Suppe. Dann geht es hier weiter mit Rennschnick, das heißt für das Badezimmer. Da haben wir dann hier 70 x 40 für 5 Euro. Dann gibt es 2 x 50 x 90 cm. Das sind so kleine fürs Waschbecken, auch für 20 Zloty, also 5 Euro das Zweierpack. Und hier nochmal ein großes 100 x 150 für 30. Und dann kann man auch hier schauen, die sind nach einem Jahr logischerweise, wenn man die dann wöchentlich hier in die Waschmaschine tut, dann auch irgendwann durch. Das ist klar, da braucht man nicht drüber reden. Hier drüben kommen wir jetzt nochmal hier zu diesen Remington-Sachen. Die gibt es hier teilweise auch relativ oft. Genau, das ist Remington. Das habe ich in Deutschland auch oft gesehen. Da gibt es dann hier diesen Haarglätter für 50 Sorte, ein Föhn für 70. Hier so einen Rasiertrimmer, praktisch wer ein Bart hat. Und hier nochmal so ein Zubehörset. Dann gehen wir auf die Mode. Da gibt es hier, Achtung, ein Konkurs ist ja praktisch ein Wettbewerb. Da muss man sich hier informieren, wer das möchte, kann das gerne tun. Dann hier Leggings, schöne Models haben sie auch immer hier beim Biedronka. Das ist dann alles für die Frau. Was hier ganz lustig ist, hier steht Kshoshki na Ferie. Es sind ja hier Winterferien in knapp 2 Wochen, also Anfang Februar. Und ja, da wird der Schüler und die Schülerin angehalten, hier nochmal zu lesen, was ja hier Pflicht ist, übergreifend im kompletten Land, dass verschiedene Bücher gelesen werden müssen. Also ich weiß nicht, ob ich das in Deutschland hatte, die Schule ist so lange her, aber meine Kinder kommen dann immer nach Hause und sagen, jetzt habe ich das. Die hatten auch mal Tom Sawyer und so Kinderbücher. Also wie hier die deutschen Medien manchmal sagen, dass hier dieser nationale Trieb auch auf den Bücherwaren hier umgestaltet wird, ist also nicht. Also die lesen ganz normale Kinderbücher. Haben wir eine Kopflampe für 5 Euro. Dann nochmal hier einen Hicker Bluetooth-Lautsprecher. Das dürfte Bluetooth sein. USB, Micro SD, AUX und Auras Bluetooth. Genau. Bis zu 15 Meter die Bluetooth-Version 4.2. Hier haben wir alles für den Heimwerker. Das tolle Flanellhemd. Wie hieß die Serie immer? Die Heimwerkerkönig, ne? Wer oder Heimwerker King, wer kennt es nicht? Hier, das habe ich auch. Das kann ich auch gleich sagen. Das sind diese ganzen Niteo-Sachen. Wenn man jetzt nicht gerade hier die hochwertigste Sache erwartet, also die Schraubendreher, merkt man dann besonders hier beim Kreuzschlitz schon, ja, dass manchmal hier nicht ganz so dolle ist, aber man kriegt hier einfach ein Set für 22,99, hängt sich das in die Garage. Ist also auch nicht so schlecht. Hier haben wir einen Akkuschrauber von Niteo und gleichzeitig eine Bohrmaschinen-Sache hier, wo man andrehen kann. Das ist natürlich auch für so kleine Heimwerkerarbeiten und für knapp über 30 Euro dann auch eine ganz angenehme Sache. Hier gibt es auch noch einen Laser plus einen 3-in-1 Detektor. Also da kann man dann Strom, Wasser und Holz, also Wasser dann in diesen Rohren. Da haben wir so einen kleinen Dremel. Die Preise stehen ja jetzt da, die muss ich jetzt nicht großartig weiter vorlesen. Hier haben wir praktisch Schärfungsanlage. Da kann man seine Sachen schärfen. Dann haben wir hier ein, wie nennt man das? So ein Nagelgerät,
hört sich jetzt komisch an, aber da kann man halt in Leder oder auch Kartonage oder sowas, da kann man zum Beispiel seine Couch neu beziehen, wenn da irgendwas fehlt. Hier die Sachen für Hunde, Katzen, hier so kleine Schüsseln. Das Spielzeug empfehle ich nicht. Also das ist alles irgendwie so ganz komisch gemacht. Das ist vielleicht für so kleine Hunde, wo man Angst hat, dass die einem treten und nicht beißen und die können das dann im Mund nehmen. Aber für unseren großen Rocky ist das dann auch nicht. Hier gibt es nochmal die Sachen Dlajecci, also für Kinder. Nochmal Kissen, Handtücher, Bettbezüge. Wer also hier, wie gesagt, an der Grenze wohnt oder jetzt weiß, dass er rüberfährt, kann man auch nochmal hier Schnäppchen machen. Dann die Kaptsche, also die für den Kindergarten hier, die Hausschuhe dafür zu Hause. Das ist alles noch bis zum 1. Februar hier gültig. Hier auch noch schöne Sachen fürs Kinderzimmer, Fortnite-Figuren für 5 Euro und ein Puzzle und was für die ganz kleinen Klotzki, wo sie rumfahren können. Auf der Rückseite ist noch eine Sache, das habe ich zu meiner Frau gesagt oder das hat sie zu mir gesagt, sollte ich verstecken, dass die Kleine das nicht sieht. Das sind natürlich wieder diese LOL-Fluffy-Pads, dieser ganze Hype. Wer schon einmal so eine LOL gekauft hat, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, aber mein Gott, wir hatten ja als Kinder auch Tamagotchi und Co. Da muss man sich nicht irgendwie ins Glashaus setzen. Das war jetzt alles von diesem Prospekt. Ich versuche das heute noch hochzuladen. Hoffe, dass das auch wieder eine interessante Sache war und sagt mir einfach mal Bescheid, wie ihr diese kleinen Einspieler von meinem Alltag vor diesem Video findet, weil da gebe ich mir auch immer ein bisschen Mühe und denke, mein Gott, das frischt das ganze Video noch ein bisschen auf. Wir arbeiten uns runter von der Zeit. Ich sehe gerade 11:30 plus den Trailer knapp 12 Minuten. Ich habe ja versprochen, wir kürzen auf 5 ab, aber ich glaube, ich kriege es nicht wirklich hin. Dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag und viel Spaß beim Einkaufen im Biedronka und bis zum nächsten Mal.